Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, der heutige Tag, der 28.04.2017, ist der Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Ein Aktionstag, der eingeführt wurde, um weltweit eine sichere, gesunde und menschenwürdige Arbeit zu fördern. Ein Tag, wie ich finde, der wie kein anderer geeignet ist, eine solch wichtige Debatte über bestimmte Personalbemessungsgrenzen, eine Debatte für bessere Arbeitsbedingungen in der Stationspflege zu führen. Erfahrungen anderer Staaten mit Personalmindeststandards haben gezeigt, dass diese zu einer wesentlichen Entlastung des Pflegepersonals in Krankenhäusern beitragen können. Meine Damen und Herren, aktuell werden rund 20 Millionen Menschen von Pflegerinnen und Pflegern jährlich in den Krankenhäusern medizinisch betreut. Diese Fachkräfte sind überaus engagiert und leisten Tag für Tag eine qualitativ herausragende Arbeit. Von mir an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um sicherzustellen, dass dies künftig auch so bleibt, haben wir in dieser Legislatur in diesem Bereich viel getan. Einiges ist schon angesprochen worden. Ich darf erinnern an die große Pflegereform, Pflegestärkungsgesetz 1 bis 3, das Krankenhausstrukturgesetz, wo wir die Mittel von 500 Millionen auf 830 Millionen aufgestockt haben. Und ich denke, wir werden beim Pflegeberufe-Reformgesetz auch noch zu einer Einigung kommen. Auch darüber ist bereits gesprochen worden. Ich selbst vertrete mit Mecklenburg-Vorpommern ein Bundesland, das sich in kürzester Zeit von einem Land mit einer der jüngsten Bevölkerung zu einem mit der ältesten Bevölkerung im Bundesvergleich entwickelt hat. Über 30% der Bevölkerung ist 60 Jahre alt oder älter. Das ist auch die Perspektive für ganz Deutschland. Das bedeutet konkret, wir brauchen mehr Pflegekräfte. Dazu muss vor allem die Attraktivität der Pflegeberufe erhöht werden. Dazu muss die Wertschätzung der Pflege in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert bekommen. Aber genau das Gegenteil bewirken Sie mit Ihren Anträgen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken. In einem Ihrer Anträge sprechen Sie von Personalnotstand. In einem anderen Antrag reden Sie von krankmachenden Arbeitsplätzen der Beschäftigten im Krankenhaus. Wollen Sie mit dieser Diktion ernsthaft junge Leute motivieren, in die Pflege zu gehen? Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie damit anrichten, wie demotivierend eine solche Diktion ist? Sie diffamieren pauschal die Arbeitsbedingungen von Pflegenden und stellen Krankenhäuser per se als schlechte Arbeitsorte dar. Dass Krankenhäuser sichere Arbeitgeber sind, verleugnen Sie komplett. Und damit erreichen Sie genau das Gegenteil. Kein einziger junger Mensch wird sich so für Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpflege entscheiden. Hören Sie endlich auf damit, wenn es Ihnen wirklich um die Sache geht. Meine Damen und Herren, klar ist, eine qualitativ hochwertige Versorgung in Krankenhäusern gelingt nur, wenn ausreichend Personal zur Verfügung steht. Als Koalition wollen wir ein gestuftes Verfahren der Personalbemessung auf den Weg bringen. Mein Kollege Lothar Riebsam hat dazu bereits ausgeführt. Die Auswirkungen sollen spätestens im Jahr 2022 wissenschaftlich evaluiert werden. Erst dann können wir die in Ihrem Antrag angesprochene Angemessenheit der Personalbemessung bewerten. Auch nach meiner Überzeugung können wir nur so sicherstellen, dass die entscheidenden Entlastungen und Unterstützung für das Pflegepersonal da ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die Linke fordert mit ihrem Antrag jedoch Personalmindeststandards nach dem Gießkannenprinzip, sofort und für alle Bereiche. Die Antworten auf das Wie der Umsetzung bleiben Sie uns wie immer schuldig. Wie und welche Sofortmaßnahmen gedenken Sie konkret vorzunehmen? Wie sollen diese finanziert, nachhaltig finanziert werden? Wie und wo wollen Sie die Frauen und Männer, die diese Arbeit leisten sollen, finden? Viele Fragen, aber wie immer keine Konzepte, keine Antworten. Wie im Übrigen auch bei dem Thema Bürgerversicherung, wo wir diese Ansätze gewohnt sind. Nichts weiter als reines Wahlkampfgetöse. So sieht eine verlässliche Gesundheitspolitik nicht aus. Für uns jedenfalls definitiv nicht. Meine Damen und Herren, wir haben uns gezielt dafür entschieden, die konkrete Ausgestaltung der verbindlichen Personaluntergrenzen in bestimmten Bereichen des Krankenhauses den Selbstverwaltungspartnern zu überlassen. Damit setzen wir als CDU-CSU-Fraktion auf eine Kultur des Vertrauens
auf die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung im selbstverwalteten Gesundheitswesen. Wir halten an diesem erfolgreichen und bewährten System fest. Genau das ist der richtige Weg. Die unionsgeführte Gesundheitspolitik ist eine Politik mit Augenmaß für mehr Qualität, mehr finanzielle Nachhaltigkeit und mehr Sicherheit. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, machen genau das Gegenteil. Deswegen lehnen wir Ihre Anträge ab. Damit